Willkommen zurück bei Let's Fetch Dark Souls Remastered. Part Nummer 22, wenn ich mich nicht irre. Im letzten Part haben wir uns das Finsterschwert zurechtgezaubert. Hehe, zurechtgezaubert, weil es verzaubert. Und ja. Jetzt geht das weiter. Als nächstes werden wir nach Izalith reisen. Bin mal gespannt, ob das gut geht. Übrigens, die können wir rausnehmen. Ja, den Weg hier nehmen wir nicht. Dafür haben wir zu wenig Menschlichkeit. Da bräuchten wir auch 20 oder 30, um die Tür öffnen zu können. Wenn ihr allerdings irgendwann mal die Solaire-Quest bis zum Ende durchziehen wollt, dann müsst ihr dort lang. Außerdem umgeht ihr mit dieser kleinen Abkürzung auch einen Boss. Einen ziemlich nervigen Boss. Den werde ich aber legen. Und zwar den Centipede Demon, oder wie auch immer der heißt. So, ich habe mich kurz mal menschlich gemacht, weil hier ein Invader auf uns wartet. Und der kommt natürlich nur, wenn man menschlich ist. Übrigens, das da hinten sind alles Taurus-Dämonen. Also der erste Boss. Moment, ich will mal gucken, was mehr Schaden jetzt macht. Findet man am besten heraus, indem man es einfach ausprobiert. Hier kommt nämlich noch ein recycelter Boss. Der Capra-Demon. Also der Ziegendämon. ...188. Also macht das Schwert jetzt schon mehr Schaden, okay. Gut zu wissen. So, ich glaube, ich leg die ganzen Kollegen da hinten. Weil sie erstens Seelen geben. Und zweitens ist dort noch ein Gegenstand. Es wird zwar ein bisschen dauern, aber wir haben ja die Zeit. Warum pralle ich an den ab? Das ist irgendwie... strange und nervig. Dann kann ich gar nicht so eine richtig schöne Kombi machen. Auch schon beim Ziegendämon eben. Bin ich abgeprallt. Liegt das daran, dass ich es noch nicht wirklich ordentlich benutzen kann? Bin gerade gerollt. Aber nun gut. Oh oh. Das war ein bisschen zu früh gerollt. Und jetzt wollte ich gerade rollen. Das war wohl ein bisschen zu spät. Genauso wie jetzt. Na, 1200 Seelen sind auch nicht so viel, ne?
Oh nein, nicht beide auf einmal. Das ist ein bisschen ugly. Warum denn auch beide auf einmal? Das tut doch nicht Not. Jetzt habe ich die Menschlichkeit verschwendet, ich Depp. Das war natürlich wirklich nicht sehr schlau. Halle ich an den hier auch ab? Ja, Tatsache. Ja, dann liegt es wohl wirklich daran, dass ich das Schwert noch nicht komplett benutzen kann. Ich versuche jetzt einfach mal durchzurennen. Den Gegenstand da ganz rechts können wir uns eh noch nicht wirklich holen. Und den hier eigentlich auch nicht wirklich. Verdammt. Da hätte ich mir den Weg auch sparen können, wa? Na gut, gehen wir wieder zurück. Ich dachte eigentlich, der zweite Gegenstand ist nicht in der Lava, aber das ist er anscheinend doch. Ich glaube, es gibt später einen Gegenstand, womit man durch Lava gehen kann. Also in Dark Souls 2 gibt es den auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es den hier gibt. Ihr könntet so langsam aufhören, mir zu folgen. Fände ich sehr zuvorkommend. Aber sie folgen mir dennoch weiter. Habe ich schon mal erzählt, dass ich es liebe, wenn sich Gegner im Sprung drehen? Hey. Oh nö, Leute. Lasst mich doch mal hier hinten in Ruhe. Also dieses Abprallen nervt mich echt hart. Was geht denn bei dir? Nee, nee, nee. Die ollen Taurus-Dämonen. Taurus, Taurus, was auch immer. Zwar mit den ganzen hier will ich mich nicht unbedingt anlegen. Ja, die sehen richtig appetitlich aus, die Viecher. Du mich auch. Aber ein Glück habe ich noch das hier. Ja, diese Würmer, wenn die euch ankotzen, dann zerstören sie euer Equipment. Was natürlich nicht ganz so nice ist. Das hier ist übrigens der Boss.
frag mich gerade, ob man den cheesen kann. Nö, geht durch. Wo kommst du denn her? So, ich glaube, da oben gab es nicht wirklich was. Ich hasse dieses Mitdrehen, ne? Auf ihn hier scheißen wir. Oh. Da wollte ich nicht runter. Jetzt haben wir ihn getriggert. Herrlich. Ja, dann mach mal halt ein bisschen Hille. Eigentlich wollte ich nämlich hier hoch. Eigentlich habe ich mich so entsinnt, dass die Viecher sich hier auch mitdrehen. Alter, wie das zeckt. Wie viel Magie haben wir eigentlich? 32, okay. Das haut schon so rein. Ja, seht ihr es? Magie ist in diesem Spiel echt nicht ohne. Die ekligen Madenwürmer. Da hinten ist auch noch irgendwas versteckt. Denke ich, meine ich, hoffe ich. Wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn da nichts ist. Oh, ich dachte schon, er wäre jetzt schon tot. Och. Ich dachte, seine Leiche schubst uns jetzt runter, ne? Gute Frage, ist das eine Mimik? Man weiß es nicht. Anscheinend nicht. Weil die Kette kann man nicht wirklich erkennen, weil sie im Boden versinkt. Da sollte man, glaube ich, nicht runter. Ja, Zielflug, Seelenmasse will nicht so ganz. Einhand kann ich das Schwert vergessen. Nein. Och. Oh komm, es ist mir zu blöd, mich mit denen zu beulen.
Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder zurücklatschen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Haltbarkeit jetzt noch mein Schwert hat. Aber es geht anscheinend noch. Ist immer so ein bisschen zufällig, was am meisten Schaden davon trägt. Dann würde ich sagen, Centipede Demon, here we come. So, versteckt ist hier links oder rechts nichts mehr? Ne. Ja, hier unten ist übrigens der Weg, den wir von Quelaag ausgehen würden. Also von der Schwester von Quelaag. Na komm. Ich möchte hier auch wieder gesund runterkommen. Und zwar ist es dieses Tor. Und dazwischen wäre irgendwo eine Made. So wie diese hier. Aber die, die wir erledigen müssten, sieht ein bisschen anders aus. Oder nein, ich glaube, wir müssten sie erledigen, bevor wir irgendwo passieren. Es ist nämlich doch die hier. Die dürfte rote Augen haben. Hast du doch auch, oder? Sieht danach aus. Aber ich glaube, die Solaire-Quest können wir schon vergessen. Hier kommen wir hier durch? Das ist echt schon eine Weile her, ne? Okay, anscheinend kommt man da nicht durch. Gut, dann geht's hier lang. Mit zwei Estus. Allerdings habe ich darauf keine Lust. Also geht's nochmal zurück zum Bonfire. Tut mir leid, aber nein. Kein Boss mit zwei Estus angehen. Das kann nur schief gehen. Kann ich auch nochmal kurz mein Equipment reparieren. Übrigens für den Bossfight werde ich die Chaosklinge benutzen. Aber ich glaube, es macht nicht ganz so viel Sinn, wenn man dauernd an den Gegnern abprallt. Und jetzt haben wir nur 5 Estus, weil das Ding da nicht entfacht ist. Macht das einen Spaß? Ach doch, der kam noch hier vor. Okay. Aber ich glaube, selbst für den werde ich die Chaosklinge benutzen. Because of bleeding damage. Wäre aber nett, wenn er da aus der Ecke kommt. Junke, tust mir auch keinen Gefallen, wa? Oh, musst du dich da dauernd an die Wand kuscheln? Das ist ja etwas, was ich hasse an irgendwelchen Bossen und Gegnern. Perfektes Timing, mein Freund. Ich konnte nichts machen.
eigentlich überhaupt kein Problem, der Typ. Aber wenn er sich die ganze Zeit an der Wand kuschelt, komme ich natürlich ein bisschen schlecht hinter ihm. Und warum war er jetzt vor dem Tor? Oder war er da eben auch schon? Fragen über Fragen. Kamera auf Doom. Du mich auch. Wie oft er einfach den Sprung nach hinten macht, weil er eh schon die ganze Zeit an der Wand steht, ne? Denke ich mir, ja, du mich auch. Das hast du davon. Oh, ein Dämonenbeschleuniger. Ein neuer Zauberstab. Könnten wir den wirklich gebrauchen, oder... Er hat Stärke- und Beweglichkeitsscaling. Skaliert auch noch auf Feuer. Was zum Henker? Das ist ein stranges Teil. Können wir aber nicht wirklich gebrauchen. Weil der Magiebonus schlechter ausfällt. Die Richtung war richtig. So, wir gehen erstmal kurz den Weg nach oben. Nach oben. Gucken wir mal, was uns da begegnet. Ah, dieses Drehen meine ich. Eine Seele. Ich weiß, was hier kommt. Ein Fahrstuhl. Mit dem roten Glitzern sieht das sogar richtig schick aus. Und schon sind wir wieder hier oben. Können mal kurz aufleveln. Für noch 13.000 Seelen. Ich will aber eben noch mal gucken, was es dort hinten unten gab. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob wir oben längs müssen oder hier längs müssen. Das ist mir alles zu kompliziert. Aber es sieht so aus, als würden wir hier lang müssen.
Frage. War da oben da noch was oder nicht? Ich gehe nochmal gucken. Wisst ihr, über was für einen Ring ich mich freuen würde? Irgendwas von wegen Gegner machen 30 bis 50% mehr Schaden an dir, aber dafür rennst du auch doppelt so schnell. Das würde mir wirklich mal gefallen. Also wirklich, es gibt nichts hier. Das ist ja lame. Das ist ja lame. So, ich dackel da eben noch mal kurz runter. Gucken wir mal, ob da was lag irgendwo am Rande. Ja, Tatsache. Muss ich mich jetzt auch noch halbwegs umbringen, um noch runterzukommen. Okay. Ist wohl gerade so an der Edge. Deshalb das komische Zittern. Ach komm, ich werde den Try mache ich eben noch in diesem Part. Einfach mal gucken, wie gut es läuft. Ist übrigens kein Boss, den ich sonderlich mag. Das ist der, den ich eben noch meinte. Der Centipede Demon. Der Gute hat übrigens auch einen Schwanz, den man abschlagen kann, aber der ist recht bescheiden zu finden. So, wir werden hier einmal in die Mitte der Arena laufen und dabei sterben. Warum macht die Lava auch so viel Schaden? Das Lava, die Lava? Egal. Es ist jedenfalls ätzend. Das Problem ist, dass ich irgendwie in die Mitte der Arena will oder muss, damit ich dem Viech halt gescheit ausweichen kann und nicht neben und nicht eine Mauer im Rücken habe. Naja, ob uns das besser gelingt, werdet ihr sehen im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiederschauen.